Caridrole haben wir. Können wir hier eigentlich irgendwas mitmachen? Können wir die irgendwie... Nee, können wir nicht. Oder können wir hier was Neues? Können wir doch garantiert, oder? Grabstätte. Steine in der Ohrenhalle. Blumenbeet. Nee, hier können wir nicht mehr. Ab in die Kathedrale. Hier sieht es eigentlich auch aus wie immer. Na ja, gut, hier haben wir ein bisschen mehr Platz hier an den Seiten. Aber naja, gut. So, beten. Und wir haben noch eine Geschichte und noch ein bisschen Glauben. Das ist nett. So viel hat sich hier jetzt aber nicht getan, ne? So richtig viel, dass jetzt sagen würde, so, nee. Vielleicht mal ein paar Bänke. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht ein paar Bänke mehr dazu bauen können. Wandleuchter, Beichtstuhl, Kirchenbank, nee. Nur diese komischen Buntglasfenster, aber das kommt irgendwann später. Ich hätte ja zumindest erwartet, dass du zumindest mehr Platz hast für die Bänke, dass du vielleicht pro Level oder pro Stufe nochmal zwei Tische noch dazu nehmen kannst. Zwei Bänke noch dazu nehmen kannst. Kirchenbank, Wandleuchter, bla bla. Hölzerner Schrein. Hölzerner Schrein? Vier, vier, vier. Bin mir gerade nicht sicher. Hölzerner Schrein, der gibt 5. Müssen wir sehen. Gut, machen wir erstmal unsere... Nee, Moment, noch keine Predigt. Nein. Ach, jetzt brauchen wir doch noch wieder welche. Jetzt brauchen wir doch noch ein paar mehr Kerzen. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben, weil gleich ist nämlich Feierabend hier. Schwupps. Schnell die Predigt halten. Wir haben zwar noch genug Glauben da, ist ja nicht das Problem, aber was wir haben, haben wir. So, einmal, ups, das waren die Weißen, die wir brauchen, die Weißen. So, zack, Glauben und Schuss. Und die Kirchenbänke müssen auch nochmal. Die hinteren zwei sind nämlich noch nicht gepolstert. Ganz, ganz wichtig. Toll, toll, geil. Lasst uns beten. Hölzerner Schrein. Ich dachte, das wäre schon der hölzerne Schrein hier. Aber der hat ja nur eins. Wert von 1 und wir können da 5 rausholen, also. So, siehst du, da haben wir dann auch schon wieder unser Tageswerk getan. 73, guck mal, das gibt Kohle, gibt das Kohle. Sehr schön. Sehr schön. So, das die Bänke. Weiche Kirche machen. Brauchen wir 2 mal Seide für. Dann 4 von denen und 8 von denen. Ah, und dann brauchen wir natürlich den Schrein. Das ist ja zum Schrein. So, Beichtstuhl 5. Ja, die hatten wir ja. Haben wir denn überhaupt noch Plätze? Habe ich jetzt nämlich noch gar nicht. Da können wir noch ein bisschen was machen. Hier. Da können wir vielleicht noch einen Beichtstuhl reinprügeln oder sowas. Müssen wir mal sehen. Oder ist das der hölzerne Schrein? Ich glaube, das ist der hölzerne Schrein. Da kommen sich die hölzerne Schrein. Dann werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Weil das werden wir gleich als nächstes bauen. So, 4 von diesen 4 Holzkonstruktionen und zweimal Seide. Dann haben wir die noch einmal weg und die noch einmal weg. Guck mal, hier ist auch noch Platz. Oder vielleicht kriegen wir da auch einen Schrein rein. Na, müssen wir mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, wie groß das hier ist. Das weiß ich nicht. Das gucken wir uns dann mal an. Nee, das kann aber auch sein. Weißt du, was das auch sein kann? Das können auch diese komischen Fenster sein. Einmal kurz geguckt. Aber ich glaube, Buntglasfenster, das zeigt er mir natürlich nicht an. Naja, schade. Das kann nämlich auch für die Buntglasfenster sein. Oder ist da noch jemand, der beten will, predigen will, hier Dings will? So. Gut, wir brauchen 4 von diesen Konstruktionen, 4 Bretter. Aristokraten, wir müssen, also müssen Geld verdienen jetzt, Geld verdienen. Ah gut, er ist schon am Verpacken, also ich meine... Ich weiß nicht, was ich noch alles verkaufen soll. Ich könnte natürlich ein paar Sachen herstellen, ne, und dann die Sachen verkaufen.
Hilft dir nichts, ich muss jetzt einkaufen. Na, Frank, ein bisschen Zeit hast du ja noch. Also wie gesagt, so bummelig bis 9 werde ich wohl machen heute. Also das haben wir noch dabei. So, wir brauchen die... Dann gib nicht zu viel Geld aus beim Einkaufen. So, 10 Stück haben wir dann bei 4. Und Seide brauchen wir. Seide hatte ich, glaube ich, noch... Ah, ich glaube, drüben hatte ich das noch, bei der Kirche. Da sind wir ja schon mal wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Naja, gut. Halt. Seide brauchen wir noch. 2 Stück pro Bank, ne, war das? Also brauche ich 4. So, einmal die gepolsterten Kirchenbänke. 1. Ach, für eine, ich Trottel. Ja, schon gut. Ich brauche das Ganze ja nochmal. Nur ein paar Grundnahrungsmittel. Nochmal 8 davon. Ah, das habe ich. Ja, habe ich nicht weitergedacht. Ja, das ist natürlich doof. Aber können wir gleich mal gucken, was brauchen wir für den Schrein. Da brauche ich mal 4, 4 und 4. Vergesse ich sowieso gleich wieder alles, wenn ich drüben in der Basis bin. An der Basis bin. Das Ding steht auch noch im Weg schön, weißt du? Anstatt, dass man das mal so ein bisschen an die Seite stellt oder so. Nein, mitten im Weg, damit du dran vorbeiläufst und das Kotzen kriegst. Nein, das ist... Ist klar. Ist klar. So, ich hatte nochmal 4. 4 und 8. 4 Konstruktionen hatte ich noch einfach mal. Und 8 von den normalen Brettern, ne? Da muss das nochmal... Haben wir das noch auf Lager? Sag mal. Ne, haben wir natürlich nicht. Genau das haben wir natürlich nicht mehr auf Lager. Nein. Aber dafür eine Konstruktion. Haben wir da noch ein Bretter? 8 Stück. 1 haben wir. Naja, gut. Gut, Junge, dann musst du, glaube ich, noch ein bisschen was herstellen, du. Du Knecht. Machen wir gleich 20 Stück. Balken brauchten wir auch, ne? 4, 4 und 4 war das, glaube ich. Davon 4 Stück. Davon, also von denen braucht man 4 Stück. Was war das noch? Normale Bretter, von denen nochmal 4 Stück, ne? Ja. So, was können wir dir dann mal zu tun geben hier? Du kannst eigentlich mal ein bisschen Marmor mal noch machen, wenn du schon mal dabei bist. Kannst du eigentlich noch ein bisschen Marmor machen? Ein Stück Marmor. Jo, ein bisschen Marmor kannst du herstellen. Ne. 20 Stück. So. Schmups. Viel Spaß. Der ist aber flux. Der ist aber fix dabei, der Junge. Der Glasofen braucht Nachschub. Jupp. Wobei der Glasofen, der braucht erstmal Sand und Wasser. Das ist das, das braucht er erstmal. Du. Können wir hier nämlich schon. So. Ah, guck mal, jetzt kommt da auch ein bisschen vernünftig Wasser raus da. Haben wir jetzt auch gar nicht, nichts mehr auf Lager hier. So. Ein bisschen Wasser. Ah, guck mal, Wasser. So, das war's. Da muss ich das erstmal langsam auffüllen, verstehe. Gut, dann brauchen wir jetzt Sand. Das heißt, wir brauchen Sand. Und ein paar von den Balken. Naja, die Balken brauchen wir nachher für die Kirche. Da haben wir 4 Balken. Wo hat er denn die jetzt wieder reingepackt? Da nicht. Da hat er ein paar dabei. Gut, dann nehmen wir die erstmal mit. Dann machen wir erstmal das mit der Kirche fertig. Wenn wir bei der Kirche sind, dann gehen wir gleich hoch und holen uns dann Sand. Dann haben wir dann auch gleich das schon erledigt. Sehr schön. Bier. Bier habe ich auch noch da. Jo, ja.
Mal gucken gleich, was das Schrein macht. Und erstmal machen wir uns natürlich eine Sitzbank, so. Und einen hölzernen Schrein machen wir. Das ist einfach nur ein Schrein. Oder können wir da auch Dinge tun an dem Schrein? Also. Ich könnte ihn hier hinsetzen. Ich würde ihn fast da hinsetzen wollen. Dann baue ich ihn auch dahin, weil das der einzige Platz ist und passt das auch. Ich weiß nicht, was nur der Schrein hier soll. Was wir da gleich machen können. Können wir noch irgendwelche Dinge tun? Nö, können wir nicht. Das ist einfach nur ein Schrein. Gut. Auf der anderen Seite geht das nicht, ne? Das ist kein Schrein. Sonst haben wir eigentlich ja schon alles durch hier. Buntglasfenster, gut, das kommt natürlich noch. Dafür brauchen wir aber Gold und das ist erstmal unwichtig. Da sind wir eigentlich schon ganz gut davor, muss ich sagen. Sind wir auch schon bei 56. Wenn wir jetzt natürlich die ganzen Kerzen anmachen würden. Also, dann kriegen wir hier nochmal ordentlich Punkte zusammen. Das ist schon ganz gut so. Das ist schon in Ordnung. So, und ich sagte, wir wollten jetzt noch Sand holen. Mal kurz den ganzen Kram auslagern, den wir nicht brauchen momentan. Das Gebet brauche ich nicht. Kerzen brauche ich nicht. Nägel, das kommt erstmal alles auf Lager, 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 Lager. So, alles auf Lager. Den goldenen Apfel brauchten wir, ne? Von der Schlange. Den goldenen Apfel und dieses komische Notizbuch ohne Notizen drin oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja, oder wir müssen tatsächlich gleich nochmal fischen gehen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so einen Bock drauf, gerade auf diese goldenen Fische, die echt schwer zu fangen sind. Ja, aber sonst, naja gut, sonst machen wir das mal in der Aufnahmepause, dann versuche ich mir da noch ein paar Goldfische zu angeln. Ich glaube, das werde ich mal machen. Am nächsten Tag. Da brauchen wir wieder spezielle Köder für. Ich mache das noch kurz bis zum Ende, bis wir von der Energie relativ weit unten sind. Das mit dem Fischen, das können wir tatsächlich nicht mehr machen. Aber wie gesagt, das mache ich in der Aufnahmepause, weil das mit den Goldfischen, da bin ich nie so wirklich begabt, was das Fischen angeht. Aber wenn wir uns da vielleicht so zwei, drei Viecher rausziehen, dann reicht das vielleicht schon. Dass wir uns eben zumindest das Damaszener-Schwert fertig machen. Das war jetzt eigentlich so mein Ansatz, dass ich zumindest im Dungeon noch ein bisschen weiterkomme. Vielleicht schaffen wir noch Level 11. Mal gucken. So, aber jetzt erstmal Richtung Forge. Zur Schmiede. Und dann machen wir jetzt ein bisschen Glas. Du. Ah, guck mal, sind wir schon fast am Limit hier. Nur ein bisschen Gas geben hier. Ah, es wird auch so langsam eng mit der Kohle. Es ist, müssen wir langsam wieder gucken, dass wir wieder an Stoff kommen. So, Glas, nochmal das Ganze. Ja, das ist schon 2000. So, machen wir es mal. Erstmal 52 Mal, das muss erstmal reichen. Das packe ich jetzt mal hier oben rein. Jetzt klicke ich mich noch halb tot hier. Und außerdem ist dann die ganze Kohle weg. Nee, das packen wir nicht. Jo, die Geschichten kommen woanders hin. Sand packen wir erstmal rein. Und Wasser haben wir noch auf Lager. Das ist nicht so schlimm. So, da kommt das rein. Das können wir hier reinpacken. Nägel hast du natürlich keinen Platz mehr für. Wie viele Nägel haben wir noch?
51, dann reicht das auch noch für den Kistenbauer. Ach so, und natürlich hier, Eisen. Eisen, das können wir auch nochmal eben verbraten. 1400 hat er noch. Ah, machen wir hier auch noch ein bisschen mehr. Meine letzten 60. Ja, komm, machen wir die letzten 60. So, nochmal richtig schön Stoff geben und dann ein bisschen Eisen organisieren. Stahlbahn zweimal. Gold. Ach, Goldbahn können wir jetzt auch machen. Okay. Ein Goldbarren. Ach, guck mal, dann können das vielleicht doch für einen Damaszener, können das doch schon reichen. Dann warte ich nochmal einen kurzen Augenblick. Machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Ich werde ein Nickerchen machen, noch mich kurz ins Bett legen, ein bisschen pennen. Lass nochmal Gold durchlaufen, dann mache ich nochmal Eisen fertig und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. So, ich habe in der Zwischenzeit habe ich einmal diese Goldschmuckverzierung. Es ist tatsächlich so, du hast einen Barren und machst daraus eine Goldschmuckverzierung. Also brauchen wir tatsächlich noch zwei Goldbarren, also insgesamt 4 Nuggets. Wir brauchen jetzt nochmal 4 Goldnuggets, damit wir genug Gold haben für das Damaszenerschwert. Und das würde ich schon ganz gerne haben wollen. Das sieht man ja hier so. Das Damaszenerschwert, davon brauchen wir 3. Jetzt 1 haben wir. Na, also dann haben wir insgesamt 20 Schaden. Das ist schon nicht ganz wenig. Deswegen, vor allem gerade, wenn wir in den tieferen Leveln von den vom Dungeon sind, hätte ich schon ganz gerne das Damaszenerschwert. Wenn schon, denn schon. Wir könnten uns natürlich auch das juwelenbesetzte Stahlschwert natürlich noch machen. Aber können wir auch gleich das Damaszenerschwert machen, würde ich sagen. Also, ne, dann haben wir das gleich fertig. Dann ist das auch durch das Thema. Ne, würde ich mal so sagen. Und wir brauchen natürlich auch noch die Stahlteile. Das ist jetzt aber sowieso erstmal egal, weil die beiden Schmieden nämlich sowieso gerade am Produzieren sind. Also passt das schon. Ja, wir wollten. Jetzt geht natürlich gerade wieder. Geht natürlich gerade wieder die Sonne unter. Ich versuche mal beim Leuchtturm vielleicht nochmal handeln. Handeln können wir ja auf jeden Fall. Hatten wir eine. Ich überlege gerade, ob wir. Hatten wir eine Werkzeugeffizienz 100? Juwelenköder. 3 Stück. Hatten wir eine Goldangel? Ich glaube, wir hatten eine Goldangel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir hatten eine Goldangel. Also eine Maximalangel, ne? Die maximalen Wert hat. Warte mal kurz. Eine exzellente Angel. Ich meine, wir hatten eine exzellente Angel. Lachsstör, Steinkarpfen, Gold, Karpfen. Yeah. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir eine exzellente Angler haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ja. Ich meine, wir hatten eine Goldangel, glaube ich, gekauft damals, weil ich davon ausgegangen bin, dass man im Prinzip nur die Goldangel braucht. Und irgendwas wollte ich noch, mir fällt das immer nur gerade nicht ein. Ich würde nämlich schon mal ganz gerne das Damaszenerschwert würde ich noch ganz gerne fertig kriegen heute und dann eben vielleicht mal 1-2 Level noch Dungeon spielen. Naja, gut, das eigentlich von der Zeit her sollte das eigentlich hinhauen. Dann werden tatsächlich mein Tagesziel erreicht. So, 66 Silber, das ist gut. Die Juwelen waren jetzt gar nicht so teuer, diese Juwelenköder. Das muss ich sagen. War jetzt nicht so dramatisch. Kann man sonst immer mal wieder gerne kaufen. Weil ich glaube, die Köder kann man ja auch nicht herstellen, ne? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es ging nicht. So. Wir hatten hier die Angel drin. Einfache Angel. Ach so, dann hatten wir die schon dabei, ne? Gute Angel. Ach, verdammt. Brauchen wir also doch tatsächlich die exzellente Angel. Und ich war mir fast sicher, dass wir die Goldangel dabei haben. Naja, gut. Ist dann halt so. Gute Angel, einfache Angel. Das ist, 90%, 100% Effektivität. Dann müssen wir am nächsten Tag tatsächlich dann doch nochmal gucken. Naja, gut.
Ist so. Ist so. Dann können wir den sonst erstmal uns nochmal ausmüllen. Dann müllen wir uns nochmal aus. Dann müllen wir uns mal kurz aus. Ein, zwei. Das können wir nochmal gleich in Papier einpacken. Das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Das kommt hier irgendwo hin. So, das kommt irgendwo hin. Ja, guck mal, die Sonne geht ja schon fast wieder auf da. Hier sind wir ganz gut dabei. Dann kaufen wir uns eben nochmal die Goldangel bzw. die exzellente Angel. Und das ist alles gut. Es war dann immer ein bisschen Lauferei zugegeben, aber das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Nee, hier wollte ich gar nicht... Ja, aber kann ich trotzdem, ist egal. So, das Glas kommt wieder nach oben. Das kommt nach oben. Dann haben wir die Juwelenköder. Was haben wir jetzt noch an Geld? 6,76. Ja. Ich glaube, die war auch nicht so teuer, die Angel. Die war relativ günstig. Hä? Weißt du, ich mag dich irgendwie. Du bist mein einziger Freund. Du bist auch mein Freund. Ich hoffe, dass du nie nach Hause findest. Irgendwann bist du auch ein Schädel wie ich. Ein neuer Typ gräbt uns aus. Und er wird viel besser sein zusammen. Was? Und es wird viel besser sein, zusammen hier rumzusitzen. Na, ich weiß nicht. Klingt super, aber ich muss wirklich nach Hause. Ja, ist klar. Ein alter Schädel wird doch nur träumen dürfen. Alter, werd mir nicht komisch hier. Ich will nach Hause. Stell mal vor, und jetzt... Jetzt wäre das mal witzig. Du hast nachher das Spiel geschafft und hast so eine Art Prestige-Level, dass du dann tatsächlich als Schädel nachher da sitzt und den nächsten Friedhofswärter dann auch noch begleiten musst. Und das ist dann Level 2. Dann bist du tatsächlich erst Level 2. Ich glaube, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, ich glaube, an diesem Ende des Spiels werde ich dann mal dann das Spiel verlassen. So, hatten wir nicht hier noch irgendwo Glauben? Hier hätten wir auch noch Glauben dran, ne? Hier ist noch Glauben. Was ich auch schade finde, dass man das hier nicht so richtig gut sortieren kann. Das, oh, guck mal hier, das können wir auch nochmal brauchen. Fleisch wollen wir noch einpacken. Müssen wir auch noch machen, wenn wir schon mal auf dem Weg zum Leuchtturm sind. Dann können wir auch gleich das Fleisch noch mitnehmen. So, dann mach du nochmal die Holzscheite fertig. So, und Fleisch anpacken. Können wir das Bier auch gleich vertickern. Momentan brauchen wir ja nichts zu essen. 18 Mal. Haben wir noch Fleisch da? Nee. Hier noch Fleisch dran? Nein. Dann machen wir nämlich davon nämlich gleich die 5 Stück fertig. Schwupps, schwupps. So, mal ein bisschen higher machen, dann haben wir gleich den Wert voll. Dann springen wir gleich zum Leuchtturm, holen uns die Angel, dann gehen wir zurück, verkaufen das Fleisch und gehen dann angeln, würde ich sagen. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie, achso, warte mal, das können wir gleich so. Fleisch. Fleisch, Papier lassen wir hier. Ach richtig, ich wollte ja auch noch die Scheiterhaufen wollte ich auch noch machen. Auch das noch. Auch das noch, du. Alter, das leckt aber auch. Also gefixt haben sie es nicht. Auch wenn es in den Patchnotes stand, es haben sie nicht gefixt. Diese Rumgelecke. Stört jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich finde, da gibt es Schlimmeres. Aber naja. Wäre schon schön. Wäre schon schön. So, einmal und zweimal und dreimal und vier. So. 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 Na. Gut, dann können wir uns jetzt mal rüberporten zum Leuchtwurm. Und dann gibst du mir jetzt mal bitte die geile Angel. Kostet auch nur 5.
Ach komm, dann holen wir uns auch noch ein paar Köder dazu, was soll's. Zack, auch nochmal drei, raus mit der Kohle. So. Siehste. Dann sollte das nämlich so stimmen. Dann haben wir hier nämlich die exzellente Angel mit 100% Werkzeugeffizienz. Dann haben wir nämlich noch ein paar Juwelenköder. Damit sollten wir eigentlich die goldenen Fische ein bisschen leichter fangen können. Weil mehr geht ja nicht. Mehr geht ja nicht. Da kriegen wir wenigstens ein paar Fische raus, weil wir brauchen insgesamt 4 Goldnuggets. Also im Idealfall 4 Fische. Wenn wir dann tatsächlich 4 Fische fangen können. Können wir das nicht hier auch irgendwie schon mal? Konnte man hier nicht auch angeln? Ne, hier konnte man nicht angeln. Aber hier oben konnte man angeln, hier ein Stück weiter Richtung Norden. Da können wir da ja schon mal versuchen, weil ich glaube, du kriegst ja nicht mal eben 4 goldene Fische aus einem Tümpel gefangen. Das wird nix. Und hier auch nicht. Doch, hier angeln. Was kriegen wir denn hier? Wissen wir nicht, wieder nicht, was ist hier? Ach, Mist. Juwelenköder. Ich weiß nicht, welche... 98%, 0%. Scheiße. Oder ist es so einer hier? Ich weiß nicht, ob das die richtigen Fischis sind. Ich versuche es einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht hier. Wie ging das jetzt noch? Hä? Warum reagiert er jetzt nicht? Personenfische hier. Ach, so ging's. Alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal ein falscher Fisch. Das wird kein Goldfisch sein. Dies wird kein Goldfisch sein. Das ist nämlich nur eine Sardine. Ich versuche den nochmal. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher, welche Fische hier Gold sind. Das ist... Oder es sind vielleicht die mit Fragezeichen. Das kann natürlich auch sein. Ich versuche mal den mit Fragezeichen. Wird es wahrscheinlich eh nichts, aber probieren wir einfach mal. Thunfisch. Achso, das ist ein Thunfisch. Er hier ist Thunfisch. Dann versuchen wir vielleicht ihn hier nochmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, die haben schon ein gewisses Aussehen. So ist es nicht. Also man kann die erkennen, aber ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt nicht geguckt. Aber der könnte schon eher ein Gold... Das könnte schon eher ein... Oh, Alter, Spiel. Das könnte schon eher ein Goldfisch sein. Die sind nicht immer so nervig, die Viecher. Na komm, na komm. Ah, es könnte... Ah, Lachs. Sehr gut. Aber ich glaube auch, das sind auch die falschen. Weil es ist zwar ein goldener Fisch, aber ich glaube, die heißen tatsächlich irgendwie Goldbrassen oder irgendwie so. Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, irgendwie sowas war da. Lassen wir es erstmal an dieser Stelle. Nein, 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 nein. Will ich nicht. Aber die können wir ihm vielleicht verkaufen, die Fische, oder? Oder kauft er nur die.
kauft er nur die Filets. Das kann natürlich auch sein. Aber sonst, wenn wir gleich wieder angeln gehen, dann mache ich das außerhalb der Aufnahme. Es ist sonst ein bisschen nervig. Aber ich meine, die Fische mit Goldbrassen, das oder irgendwie so ähnlich, die waren, glaube ich, mit den Nuggets. Handeln. Fische kann ich ihm verkaufen, das ist gut. Wie hießen ja? Stör, dann gab es Steinkarpfengold zum Beispiel. Steinkarpfengold. Stör, Lachs, Karpfen. Nee, okay. Praxe. Steinkarpfen, Silber. Ich denke mal, dass es eher das ist. Also hier tatsächlich Steinkarpfen, Gold. Also Steinkarpfen, Gold, die müssen wir sicherlich haben. Überall, wo Gold hinter ist. Und ich glaube, da wo jetzt zum Beispiel steht Steinkarpfen, Silber. Da kriegst du halt Silbernuggets raus. Ich glaube, so war das. Stör. Da ist auch mal Steinkarpfen, Silber. Die kauft er natürlich. Thunfisch, die können wir vertickern. Und eine Sardine, die vertickern wir einfach mal. Kriegen wir 1,80 für. Hier haben wir nochmal einen Lachs in Gold. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir Glück und kriegen da auch noch was raus. Glaube ich nicht, aber kann man ja probieren. Wie sah die Sau denn aus? Das ist so ein Ding. Also so ein Steinkarpfen in Gold. Okay, das ist also ein eher rundlicher Fisch, sage ich jetzt einfach mal. Okay, schauen wir mal. Dann spawnen wir mal beim Toten Pferd, dann können wir mich gleich den Kram verkaufen. Schwupsen, handeln. Dann kriegen wir die gleich nämlich weg. Schwups, zack und weg. Ja, sehr schön.